Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und weiteren News. Mit mir, dem gleich und mit meinen Kollegen da im Hintergrund. Hallo, Servus. So. Ja, heute habe ich mir Unterstützung mitgebracht. Herr Sofort ist ja jetzt nicht dabei. Also habe ich mir zwei Waschis hier noch mit hinzugeholt. So, und alles klar bei euch? Klar? Ah, ja, okay. So, gut. Also, ja, es gibt weitere News heute endlich. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt bei Fortnite weitergeht. Wir haben nämlich jetzt Folgendes. Hier. Dieser Trommelrevolver, der 6er Trommelrevolver, ist heute im Laufe des Tages raus aus dem Spiel. Wird es nicht mehr geben. Goodbye. Goodbye. Trommelrevolver. Aber dafür kommt etwas anderes zurück. Und man darf gespannt sein. Was ist das? Die Double Pistols kommen wieder zurück ins Spiel. So, da wird sich der ein oder andere wahrscheinlich riesig drüber freuen. Die Double Pistols sind wieder zurück im Game. So, nicht nur, dass die Double Pistols zurück sind. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Also, Eric Williamson hat hier Infos rausgehauen, dass es Anpassungen geben wird bei der Boombox, bei dem Stormwing und beim Dynamit. So. Man muss jetzt einfach mal schauen, die wollen damit das Spiel jetzt wieder ein bisschen besser ausbalancieren. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt bei dem Ding. Weil, also man muss ganz ehrlich dazu sagen, diese Season ist krass. Diese Season diesmal ist richtig krass. Also du kannst kaum einen Fight machen, ohne dass sich, keine Ahnung, weitere 4 bis 5 Duo-Teams mit reinmischen dann noch, ja, dass irgendwelche Flieger von oben noch ankommen, durch deine Gebäude durchfliegen, also die gebauten, ne, und so weiter und so fort. Also es ist teilweise echt abartig geworden und muss ganz ehrlich sagen, der Spielspaß leidet tatsächlich doch schon arg darunter. Ich hatte das schon beim Schwert gesagt, aber momentan artet es ein klein wenig aus mit den ganzen Teilen. Also auch gerade diese Boomboxen. Boah, ey, du kannst ja nichts mehr machen, du kannst ja gar nichts mehr bauen. Und sorry, in dem Spiel ist es nun mal leider so, wenn du nicht baust, bist du tot. Also Boomboxen sind ja aktuell der Kill. Dann hast du die Flieger noch und dies und jenes, alles schon echt heftig aktuell. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze mit Fortnite weitergehen wird. So, hab schon ein bisschen Angst, dass es sich so langsam aber sicher das Spiel komplett kaputt machen. Aber gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, vielleicht ist das ja jetzt ein guter Schritt in die richtige Richtung mit dem neuen Update. Wir warten jetzt einfach mal ab. So, lange Rede, kurzer Sinn. Oder auch von mir aus langer Sinn. Wir gehen jetzt mal in den Itemshop rein und da sehen wir Folgendes. Hier haben wir heute den Oblivion. So, und der Oblivion. Also erstmal hier haben wir den Terminus. Und der Terminus ist schon ein ziemlich nicer, cooler Gleiter. Von hinten sieht er auch nice aus. Der Terminus bekommt von mir zumindest mal 7 von 10. Jetzt schauen wir mal, wie sieht es bei euch aus? Wie habt ihr denn den Terminus bis jetzt bewertet? Und der Terminus hat hier 4,86 von 5 bei 7 Votes. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Oblivion. Und der Oblivion sieht eigentlich ganz cool aus. Was mir nicht so gut gefällt, ist da hinten dieses Backpack. Also irgendwie sieht ein bisschen strange aus. Aber so sieht der Oblivion eigentlich ganz cool aus. Das ist die weibliche
Omega-Version. Und der gebe ich auch 7 von 10. Und dann gucken wir mal, wie sieht es hier aus beim Oblivion. 4,46 von 5 bei 56 Votes. So, der Kriterion allerdings gefällt mir nicht ganz so gut. Dieses Blau-Orange finde ich nicht so prickelnd jetzt. Sieht ein bisschen aus wie so eine alte, verrostete Version. Mein Ding ist es nicht wirklich, der Kriterion. Trotz allem kriegt er von mir 5 von 10. Und dann schauen wir doch mal. Wie sind denn eure Noten für den Kriterium? Oh, seht ihr genauso. 2,85 von 5 bei 72 Votes. Okay, ich finde den Kriterium auch nicht so toll. Also gut, den Terminus hatten wir schon. Jetzt kommen wir natürlich zu einem mega, 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 mega. Megaskin. Und das ist der Dark Bomber. Und der Dark Bomber kriegt von mir eine glatte 10 von 10. Ist für mich einer der geilsten Skins, die es in diesem ganzen Spiel gibt. Echt mega nice. Schauen wir doch mal, wie sind denn eure Noten beim Dark Bomber momentan? So, der Dark Bomber. Hier 4,19 von 5 bei 57 Votes. Okay, 406 Reminders. Dann haben wir hier, die ist mega krank. Diese Picke ist mega krank. Thunder Crash. Ist der Oberhammer. Ich habe schon gesehen, wenn du damit jemanden pickst, das Ding fängt an zu blitzen und so weiter. Dieses Teil ist einfach nur der Oberknaller. Und diese Picke kriegt von mir auch 10 von 10. Thunder Crash. Mega geil. Geilste Picke. Also mit die geilste Picke im ganzen Spiel hier. Also muss ich ehrlich nochmal revidieren. Ich hatte die das letzte Mal da vom Raven als geilste, aber die ist nochmal geiler. Also 4,74 von 5 also ein paar 31 Votes. Das Ding ist echt brutal. So, dann haben wir hier den Dark Glyph und den finde ich persönlich jetzt wiederum nicht ganz so toll. Er ist ganz okay, also kriegt von mir 4 von 10. Es ist halt ein Standardgleiter mit ein bisschen ja, Effekt drumherum. 4,6 von 5 sind eure Noten dafür. So, damit wären wir hier auch schon durch. Dann gehen wir mal rüber zum Maverick. Und der Maverick, ja, was soll ich zum Maverick sagen? Der Maverick kriegt von mir 5 von 4 von 5 von 4 von 5 von 5 von 10. So, 3,43 von 5 bei 23 Votes. Besonders toll ist das Ding ja nicht. So, dann haben wir hier den Seafire. Und der kriegt von mir, sorry, 0 von 10. Das Ding ist grotten, potten, hässlich. 2,25 von 5. Was haltet ihr davon? Scheiße. Schrott. Okay. Also, die Waschis im Hintergrund geben mir auch recht. Scheiße und Schrott. So. Dann haben wir hier Kommando. Ich weiß, ich werde jetzt dafür wieder gehatet werden. Aber ich kann diesem. Ich finde, der sieht einfach nicht gut aus. Und. Hey, das ist halt, was soll ich dazu sagen? Das Ding kriegt von mir 2 von 10. Ist halt ein einfacher Skin. Ich weiß, es ist ein Schwitzer-Skin, aber egal. So 3,88 von 5 bei 40 Votes. 257 Reminders. So. Aber die Dragon Axe? Die Dragon Axe ist. Sieht relativ nice aus, kriegt von mir 7 von 10. Das Ding macht diesen Effekt da. So, die Dragon Axe. Dann haben wir hier die Noten 3,8 von 5 bei 10 Votes. Okay. So, dann haben wir Flippen Sexy. Ja, das passt ja hier zu dem Eisliebes Ranger. Flippen Sexy.
Und flippen sexy. Kriegt von mir. Das ist schon. Sieht schon witzig aus, echt. Kriegt von mir 8 von 10. Hier haben wir 4,86 von 5 bei 7 Votes. Also, dann haben wir. Als letztes die Night. Das sieht auch cool aus. Und der Denied kriegt von mir, ja, was soll ich dazu sagen, Denied kriegt von mir 6 von 10. Schauen wir mal hier rein. 1,67 von 5, okay, bei 6 Votes, alles klar. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Oder? Sollen sie? Ja! Alles klar. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.